Hallo Leute, hallo meine Lieben. Heute kochen wir wieder etwas Gutes, etwas Leckeres, ja? Und ganz einfach, ja? Heute kochen wir Tomatensuppe. Tomatensuppe kennt jeder, ne? Ich glaube, jeder hat auch schon mal Tomatensuppe gegessen, ja? So, und ich zeige euch gleich alles, was ich dazu benötige, ja? Und wie ich immer so sage, Glaube versetzt die Berge. Und jetzt machen wir mal was, ja? Okay, Leute, hier zeige ich euch, was wir alles dazu benötigen. Und das ist ja hier jetzt, das sind Möhrchen und Blumenkohl, war aber gefroren. Ne? Wir kaufen das in bestimmten Mengen. Und dann meine Frau, die schildert, oder ich auch, tun wir das vorbereiten, dann wird das gefroren. Genau mit Blumenkohl ist das genauso. Dann hat man das immer, wenn man das braucht, hat man das immer im Gefrierschrank liegen. Ja? Dann nehmen wir mal eine frische Tomate dazu. Und hier haben wir so ein Ketchup, ja? Oder besser gesagt Tomatenmark, selbst gemacht, hat meine Frau, weil meine Frau, die macht sehr viele Sachen selber. Säfte, Marmelade und, ja. Und hier auch haben wir ja einen Tomatenmark selbst hergestellt, ja. Dann tun wir noch beimischen, echten, also was heißt echten, gekauften Tomatenmark beimischen. Und dann haben wir hier diese Brühe, das ist die Vegeta. Man kennt die ja auch, ne. Die ist ja eine sehr gute Brühe. Die hat alles, was man dazu noch braucht. Da ist ja Sellerie drin und alles mögliche, Petersilie und alles, Pore und so weiter, alles ist beigemischt. Ne? Also das ist schon eine echte, gute und wunderbare Brühe. Ja? So, und hier habe ich mir schon einen Topf vorbereitet mit Wasser. Und das wird jetzt alles wunderbar zusammen. So Leute, hier haben wir ja diese Reisnudeln. Und ich mache jetzt hier die Tüte auf, ja, ruhig mal durchschneiden, ja, wunderbar, so, haben wir jetzt hier durchgeschnitten, so, und bei den Reisnudeln, wir haben ja das, dass man das einweichen muss, also die Nudeln einweichen muss, weil so kriegt man die nicht geschnitten, dann sind die so lang wie Spaghetti, ja, und das wollen wir ja nicht so haben, ne? So, die sind ja hier auch noch zusammengebunden, das tun wir ja auch mal freischneiden. Und jetzt kommen die Nudeln ja hier rein, in Wasser, in das Wasser rein, und das wird dann anweichen, ja. So Leute, so sieht das denn das hier so aus. Also ich drehe die immer um, ne? Jetzt habe ich die so, jetzt muss ich ja mal nochmal anders umdrehen, damit die weich werden und zum Schneiden fähig werden, ne? Dass man die dann auch durchschneiden kann. Sonst haben wir ja, wenn wir das nicht machen, also so etwas wie Spaghetti, und das wollen wir ja nicht. Ne? So Leute, ich versuche es jetzt mal, die Nudeln hier rüber zu transportieren, also hier in den Durchschlag. Jetzt haben wir mal das hier drin, ja, sieht ja gut aus, und jetzt tue ich die mal schon schneiden. Also man kann ja sehen, dass man die Nudeln schneiden kann, ne? Die sind ja schon weich geworden, ja, und jetzt kann man die wunderbar schneiden. Ja, es ist einfach so mit Reisnudeln, ne? Anders geht das ja nicht, also nicht, dass ich wüsste, ne? Vielleicht gibt es ja noch andere Methoden, aber ich kenne ja keine anderen Methoden. So, wunderbar. Das klappt wie geschmiert, ja? Und das dauert ein bisschen, ne? Das muss man ja auch sagen.
So Leute, wie ich gesagt habe, ich tue die weiter schneiden, ne? Weil die sind ja dann sehr lang, ne? Wenn man das nicht macht, ja. Aber wie gesagt, in jeder Küche, egal ob das jetzt Stammköche sind oder so einer wie ich, gibt Arbeit, ne? So eine Arbeit, die man gerne macht, ja. So, wunderbar. Sehr gut. So Leute, hier kocht schon das Wasser. Und jetzt kommt hier auch noch diese Hähnchenschenkel, ja. Also Tomatensuppe, Hähnchenschenkel, das passt wunderbar zusammen. Ist eine tolle Sache. So, rein damit. Wunderbar. Super. So Leute, und hier schneide ich immer noch diese Nudeln und dann tue ich die rein. Ne? Also die sind schon gut geschnitten. Oh, hier habe ich schon wunderbar alles geschnitten. Ja. So. Jetzt haben wir alles im Topf. So, jetzt können wir das mal kurz aufkochen und dann abgießen. Dann werden die fertig sein. So Leute, jetzt tue ich noch mal zu den Nudeln, zu den Reisnudeln Salz rein. Ja, so drei Teelöffel. So, das reicht. Ja. So, wunderbar. Wunderbar. So, hier haben wir alles am Kochen. Also hier ist dieser Hähnchenschenkel. Hier haben wir die Reisnudeln. Die müssen erstmal zum Kochen gebracht werden. Aber alles sieht wunderbar aus. Sehr gut, meine Lieben. So, meine Lieben. Ich habe hier mir jetzt einen Topf vorbereitet. Hier kommt jetzt die ganze Tomate rein, ja? Ich habe ja nur eine genommen, eine reicht, weil ich habe hier, wie gesagt, also diese selbstgemachte Tomatenmark, ja, und hier habe ich noch gekaufte Tomatenmark, dann kommt noch eine ganze Tomate rein. Jetzt tue ich die mit heißem Wasser übergießen, ne? Damit, ich zeige euch das gleich, also mit heißem Wasser tue ich die übergießen, damit die Haut schön abgeht, ne? So, ich zeige euch das gleich. So, wunderbar, wunderbar. So, jetzt tun wir mal schön die Haut anschneiden. Nur anschneiden. Dann geht die dann wunderbar ab. Die Haut, ja. Die brauchen wir ja auch nicht, ne? So, und jetzt muss die eine, zwei Minuten drin bleiben, die Tomate, und dann haben wir es. Dann haben wir es. Und wie ich immer so sage, lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Super, 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 super. So, meine Lieben, jetzt mache ich mal hier den Topf auf, ja, weil es kocht schon, ja, also die kochen schon, die Reisnudeln, die brauchen ja auch nicht viel, ne? Die lasse ich jetzt noch so 2-3 Minuten höchstens noch auf dem Herd und dann tun wir die abgießen, dann sind die fertig. So Leute, jetzt nehmen wir mal hier die Tomate raus, ja, die ist ja schon fertig, also man kann ja die jetzt schälen, ja. So, die ist ja natürlich noch heiß, ne? Und da man kann schon sehen, wie schön die Haut abgeht, ja? Nur wie gesagt, die ist jetzt noch heiß, wir warten noch ein bisschen, ja? So Leute, also die Haut, die geht wunderbar ab, ja? Bei der Tomate, also das ist schon eine tolle Sache, muss immer mit heißem Wasser übergossen werden, dann ein bisschen drauf stechen, damit die Haut platzt, ja,
Ja, so haben wir ja schon. Wunderbar. Also ich sag's euch, eine tolle Sache ist das. Sehr gut. Super. So Leute, hier haben wir auch jetzt die Reisnudeln fertig. Ich tue die jetzt abgießen. Ja, so. Wunderbar. Sieht ja herrlich aus. So ein bisschen hier Wasser drauf. Ja. Muss auch noch ein bisschen mehr kommen. So. Wunderbar. Sehr gut. So, super. Jetzt muss das Wasser abfließen, ablaufen, ja. Dann lassen wir das mal kurz so stehen, ja. Wunderbar. So, jetzt tun wir mal die Tomate hier schneiden, ja. So. Dann soll ja sollen ja kleine Stücke sein, weil die wird ja auch noch gekocht, ne? Ja, wird auch noch weich werden, ne? So, super. So Leute, jetzt tue ich mal schon die Vegetta rein, ja? Das ist so eine Brühe, ja? Die kennt ja auch bestimmt jeder, denke ich mir. Und da ist ja alles drin, sage ich euch. In den anderen Brühen ist das ja auch so, aber hier ist das noch intensiver, ne? Intensiver. Jetzt mache ich mal hier den Topf auf und dann tue ich mal auf Löffel das hier drauf. So, so noch mehr. Und dann tue ich das von Löffel rein und noch mehr. Und noch mehr. Und dann, wenn das sollte dann noch zu wenig sein, dann tue ich noch was rein, ja? So, wunderbar. So Leute, also die Suppe, die kocht wunderbar. Jetzt tue ich mal hier also Blumenkohl, ja? Und die Möhrchen rein, ja? Das war gefroren, wie gesagt, von dem Gefrierschrank, aber das ist eine tolle Sache. Meine Frau macht das immer und ich auch natürlich, wir beide zusammen. So, jetzt haben wir das da drin. Jetzt tue ich noch mal etwas Wasser rein. Ja. So. So, das müsste reichen. Das reicht. So. Wunderbar. Also besser geht nicht. Super, Leute. So, Leute, sobald die Suppe anfängt wieder zu kochen, ja, weil ich habe jetzt hier, wie gesagt, Blumenkohl und Möhren reingeworfen, das war gefroren, also kalt und jetzt heißes Wasser, das muss wieder zum Kochen kommen. Und dann tue ich mal die Sachen hier rein, wie gesagt, diesen selbstgemachten Tomatenmark. Dann haben wir etwas von dem gekauften Tomatenmark, tun wir das beimischen. Ja, und dann haben wir die Tomate, die wir geschält haben und klein geschnitten haben. Ja, das kommt dann noch rein. Und dann tue ich noch eine Sahne rein. Und dann ist die Suppe fertig. Super! So Leute, jetzt tue ich mal hier also diese Tomate rein, ja? So, wunderbar. Super! Einmal hier durchmischen. Jetzt tue ich noch ein bisschen hier von der Vegetta rein, ja? So zwei Löffel so. So, das reicht. Wunderbar. So Leute, ich möchte noch etwas zu der Tomatensuppe sagen. Also eine Tomatensuppe, weil ich weiß, da werden wieder viele negativ
sich äußern, also ja, was macht er da, man macht so eine Tomatensuppe oder so. Es gibt verschiedene Varianten von Tomatensuppe. Ja, ich habe das jetzt so gemacht mit einer Tomate. Manche geben auch ein Kilo Tomaten rein oder tun die in Mixer ganz fein schneiden zu meinem Brei. Das ist jedem überlassen. Also es ist jetzt nicht so, dass du musst so machen oder du musst so machen oder man macht so. Oder natürlich gibt es ja Orten oder Regionen, wo da so und so gemacht wird. Ja, und man hält sich da dran. Ja, bei uns in Schlesien hat man auch unterschiedlich gekocht. Also die Tomatensuppe. Ne? Der eine hat so gemacht, der eine so. Aber es hat geschmeckt. Ja, und deswegen, ich sage ja, man soll ja nicht sagen jetzt, ich habe ja hier alles falsch gemacht. Ja, das ist okay, finde ich. Ne? So Leute, ich werd mal jetzt also hier das selbstgemachte Tomatenmark rein tun, ja. Also ich sag's euch, das riecht wunderbar, das ist schon eine tolle Sache. So, jetzt tun wir mal das hier rein. Wunderbar, super, ach, das ist einmalig, also zeige ich euch. Ja, wir haben ja einen Garten und da haben wir ja verschiedene Gemüse und Obst auch, ne? Deswegen, meine Frau, die macht ja viele Sachen, ne? Ich tue mal aber auch noch ein bisschen von dem gekauften Tomatenmark rein, ja? Nicht so viel, aber etwas, weil das soll zusammen gemischt sein. So, das ist, glaube ich, genug. So, wunderbar. Ja, so, jetzt tue ich das noch einmal durchmischen, ja, wunderbar, sehr gut, super. Und dann kommt noch nachher eine Sahne rein, ne? Die Sahne, die habe ich ja hier, ne? Das ist eine Schlagsahne, ja, die kommt nachher noch rein. Aber erstmal muss das noch aufgekocht werden, so, super. So, meine Lieben, jetzt habe ich die Sahne, ja, jetzt mache ich mal hier den Topf auf, ne? Und jetzt tue ich mal beim Kochen Sahne rein, ja, so. Und man kann ja auch ohne Sahne Tomatensuppe machen, aber die meisten, wie ich weiß, die benutzen Sahne auch für den Geschmack. Ja gut, wie gesagt, wie einer möchte, aber wir nehmen zu 90% immer Sahne zu einer Tomatensuppe. Ja, so, jetzt haben wir das hier leer bekommen, wunderbar, sehr gut. Super. So, meine Lieben, wir sind fertig. Also ich schalte jetzt hier mal den Herd aus, ja, wunderbar. Jetzt hole ich mir mal einen Schöpfer, ja, und es wird hier super. Ich habe Nudeln habe ich mir schon drauf getan aufs Teller. Jetzt tun wir mal hier schön, also super, wunderbar. Das sieht ja wirklich lecker aus, ne? Ich zeige euch das wie immer gleich aus der Nähe noch. Ne? So, wunderbar. So, noch ein. So, das reicht. Das sieht ja wirklich lecker aus, meine Lieben. So Leute, so sieht die Suppe aus der Nähe, also schön und lecker und mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, das ist normal, also wirklich eine tolle Suppe ist das, ne? Herrlich, herrlich, da kann man nur so viel dazu sagen. Wunderbar, wunderbar. So Leute, dann tun wir mal jetzt die Suppe probieren, ja,
Also ich sag's euch. Lecker, lecker, lecker. Wunderbar. Wunderbar. Und obwohl ich die Nudel geschnitten habe, es gibt ja immer noch welche, die zu lang sind, aber das macht nichts. Aber wirklich eine leckere Suppe ist das. So, also wir sind fertig. Wenn einer das nachkochen will, nachmachen will, ist ja kein Problem. Und das kostet ja nicht die Welt. Ne? Und dann sage ich euch, bis zum nächsten Mal, dann machen wir wieder was. Ne? Und dann sage ich mal, bleibt mir alle gesund, achtet auf euch. Ne? Denn das Leben ist viel zu kurz, obwohl die versuchen uns immer zu überzeugen, wir leben alle zu lange. Also das ist so eine bescheuerte Politik habe ich noch nie gehört. Ne? Naja gut, okay. Alles klar. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.